Warnstreik, Löschroboter und Hackerangriff. Aktuell laufen hin und wieder Warnstreik in verschiedene beschäftigten Gewerkschaften. Auch jetzt wieder in Bayern im öffentlichen Dienst. Ein Beispiel bei uns. Aktuell war am Mittwoch Rechtsmüll und die Müllabfuhr kam eben nicht. Und da hat eben dann er ein, zwei Tage wurde echt dann kamen die und ja, haben echt dann echt gelernt. Und Warnstreik, hey, einfach die Läden ihre Arbeit nieder und dann, nee, wir arbeiten hier nicht, wir wollen mehr Geld für unsere Leistung haben. Das können die in einer gewissen Zeit machen. Das sind manchmal ein Jahr, 2 Jahre oder 3 Jahre oder 5 Jahre. Kann man das dann irgendwie anpassen. Und dann, wenn dann irgendwie die Zeit ist, dann wollen die Gewerkschaften 10%, die Unternehmen wollen aber nur 1%, und dann kommen die nach und nach zu einer Einigung. Manchmal ist er relativ hoch, manchmal sehr niedrig, kommt bei jedes Mal einfach darauf an. Moment. So, meine Stimme muss auch wieder erhellt werden. So, Löschroboter in dem Landkreis Lichtenfeld wurde angeschafft. Wie ich sage, ist ein sehr nettes Ding hier. Das ist ein Löschroboter, der Brände löschen soll in zum Beispiel so einen Industriebrand. Und kann in einer Minute 2400 Liter rausstreuen und hat eine Distanz von über 60 Meter versprüht werden können, sodass ein Brand, ein Großbrand, schneller gelöscht werden kann. Finde ich eine schöne Sache. Kann man echt gut gebrauchen, wenn mal wieder eine größere Sache brennt, eine Halle oder eine Firma, die ja 100.000 Kubikmeter groß ist, kann die einfach mal löschen, kann, soweit ich es auch verstanden habe, kann die auch der Roboter in das Haus reinfahren und muss keine Menschenleben kosten, oder Einsatzkräfte, um einfach die Gefahr zu minimieren. Wie viel kostet das gute Teil? 250.000 Euro. Und wahrscheinlich werden da auch noch weitere kommen. Eine schöne, sehr schöne Sache.
Und dann kommen wir auch schon zu Thema Nummer 3, was ich von allen Uni-Endlichen am schlimmsten finde. Hackerangriff am Nürnberger Flughafen, auch andere Flughafen sind betroffen. Daher, vor Anfang April gab es schon teilweise Hackerangriffe, die zum Glück nur die Webseite vom Flughafenbetrieb eingestellt haben und nicht das Flugverkehrssystem durcheinander gebracht hat. Ja, auch der München Flughafen wurde betroffen und und der Hackerangriff lief eben vor 2 Wochen. Hier gab es nochmal einen kleinen, wo dann eben am Vormittag tatsächlich zur Verfügung war, die Webseite von den Flughafen. Und dann, ja, aktuell sind echt ca. 84.000 Server betroffen. Davon sind ca. 7.000 in Deutschland. So, bevor ich hier wirklich noch einschlafe und damit erstmal einen guten Morgen. Und das waren die News der Woche Nummer 8. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin bleibt gesund. Habt eine schöne Taschenwoche. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Bye bye. Ciao.